Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr schon im Titel und auch im Thumbnail seht, es geht heute wieder mal um eine Änderung. Und ich sage wirklich bewusst wieder einmal, weil ich habe schon ein paar Änderungsvideos hochgeladen und da werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch ein paar kommen. Aber das Ding ist, ich mache YouTube als Hobby, beziehungsweise auch Stream. Das ganze Ding macht mir einfach auch sehr viel Spaß und in letzter Zeit habe ich das Stream so ein bisschen für mich entdeckt und mir macht das Stream mehr Spaß und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt nur noch 2 Gaming-Videos pro Woche. Ich versuche aber wirklich ein Real-Life-Video wieder durchzuziehen, also jetzt neben den Adventskalender-Videos. Ich versuche aber auch, beziehungsweise ich versuche nicht, sondern ich mache dann eigentlich 4 Streams die Woche. Ich habe mir das so überlegt, dass ich zum Beispiel Montag, Dienstag streame, dann kommt Mittwoch ein Gaming-Video. Dann kommt donnerstags wieder ein Stream. Stimmt, warte mal, freitags kommt dann wieder ein Gaming-Video. Da sind es nur 3 Streams, stimmt, sonst geht's nicht auf. Und dann halt ein Real-Life-Video, dann am Samstag habe ich vor. Und dann würde am Sonntag halt wieder ein Pausetag sein. Das Ding ist einfach, im Moment macht mir einfach das Stream mehr Spaß. Und ich finde es einfach, wenn ich so YouTube jetzt auf Krampf mache, klar, das Aufnehmen geht jetzt noch von Spielen, aber dann das Schneiden, wenn ich das so ein bisschen auf Krampf mache, dann macht es halt einfach dann auch nicht mehr so viel Spaß für mich. Und zweitens mal habe ich das Gefühl, ist, die Videos werden auch schlechter. Und deswegen will ich das einfach mal ein bisschen runterbrechen. Und vielleicht wird es in einem Monat soweit sein, dass ich wieder ein Video mache wie dieses hier und einfach sage, ja Leute, ich mache jetzt wieder Vollzeit YouTube. Also Vollzeit, also ich meine irgendwie 6 Tage die Woche wieder YouTube, also Gaming. Keine Real-Life-Videos mehr, keine Streams mehr, nur noch Real-Life. Nur noch Gaming. Es kann aber auch sein, dass ich das genau gleich mit Real Life mache oder nur noch mit Streams. Ich weiß es halt nicht, aber ich bin einfach der Meinung, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und dann kommt es bestimmt auch gut. Und deswegen werde ich in Zukunft mehr streamen. Es ist für mich auch einfach praktischer zu Hause, weil ich bin viel mehr gestresst, wenn ich ein Video machen muss. Weil dann habe ich für mich, ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ein Video zu spät kommen würde, aber trotzdem, für mich sind das Deadlines und dann muss ich die einhalten und so. Und es ist einfach mit der Lehre, muss ich halt auch lernen. Und halt mit dem Arbeiten und das alles. Und dann kommt natürlich im Moment gerade auch noch Valhalla dazu. Darüber brauchen wir aber, glaube ich, nicht sprechen, weil das habe ich definitiv ein bisschen verbockt. Und das sehen, glaube ich, alle ein. Das Ding ist einfach, ich dachte am Anfang, dass das pro Woche ein Video wird. Und dann wäre das auch voll klar gegangen. Da aber die anderen dann plötzlich jeden Tag ein Video gemacht haben, manchmal sogar mehrere pro Tag, dann wollte Red natürlich weitermachen. Das verstehe ich auch komplett, weil wir mussten ja auch irgendwie hinterherkommen, aber ich war überhaupt nicht auf das vorbereitet. Und ich habe dann angefangen mit einem Video Valhalla und halt meine normalen Videos und dann habe ich einfach gemerkt, jo, das geht ja jetzt gar nicht mehr, weil ich so viel machen muss. Aber ich wollte das jetzt halt einfach nicht aufhören, entweder Valhalla oder meine normalen Videos, weil das habe ich jetzt so angefangen, dann will ich das zu Ende machen. Jetzt habe ich halt gemerkt, oder das habt auch ihr gemerkt, haben alle gemerkt, dass Valhalla da unten gelitten hat, was eigentlich sehr schade ist, weil eigentlich wäre es, glaube ich, ein geiles Projekt geworden, wenn alle von Anfang an nur noch das gemacht hätten. Aber wie gesagt, man lernt hier bekanntlich aus Fehlern, ist ja klar. Und naja, das war jetzt halt ein Fehler. Und daraus lerne ich, dass ich einfach nur noch, wenn ich ein Projekt mitmache, dass ich das nur noch, nur noch das bringe. Weil sonst ist es einfach zu viel. Wie gesagt, Stream macht mir im Moment einfach mehr Spaß. Ich versuche auch wirklich dann jetzt zu Weihnachten eine richtige Facecam zu organisieren. Und dann streamen wir einfach ein bisschen, weil jetzt gerade kommt auch das Minecraft-Projekt BBSMP. Also das ist ja nicht ein Projekt, aber das ist der Server, der schon lange existiert und mittlerweile wird er wieder ein bisschen belebt. Es kommen mehr Leute drauf, es wird alles spannender, alles ist umgekrempelt worden. Und zum Beispiel habe ich auch mehrere andere Spiele für mich entdeckt, die mir persönlich viel Spaß machen. Aber im Moment, wenn ich das mit YouTube so weitermache, habe ich einfach keine Zeit, die wirklich zu spielen. Und wenn ich streame, dann spiele ich ein Spiel, wie ich es spielen würde, wenn ich es alleine spielen würde, sag ich mal. Und das ist halt bei YouTube nicht immer der Fall. Klar, aufnehmen macht mir Spaß, aber das ist halt immer auch noch das Schneiden, das vor allem die hintere Seite ist, die auch mehrere Stunden bei mir braucht. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht das und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ich euch in nächster Zeit eher mehr auf Twitch begrüßen darf, als jetzt hier auf YouTube. Klar, bin ich auch froh, wenn ihr auf YouTube bleibt. Wie gesagt, vielleicht wird morgen schon wieder alles anders, okay, morgen wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wird in näherer Zukunft schon wieder alles anders sein, vielleicht wird es so bleiben, eine Weilchen. Ich weiß es halt nicht, naja, auf jeden Fall will ich diese Änderung jetzt eigentlich dann direkt nächste Woche schon einführen. Das heißt, diese Woche kommt noch Normalvideos, dieses Video hier kommt in dem Fall also am Dienstag? Nee, Freitag. Boah, jetzt muss ich, ey, das ist gerade übelst. Da kommt samstags nochmal ein Gaming-Video und dann wird diese Woche
abgelöst. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall wird es dann mehr mit Stream weitergehen. Weil, wie gesagt, es macht mir einfach viel mehr Spaß gerade. Und auch mit ein paar Kollegen und dann oft chillig irgendwie irgendwas streamen. Das macht mir im Moment mehr Spaß, deswegen mache ich das jetzt und ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch trotzdem gefallen hat und wenn ihr trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da auf diesem Channel, Real Life Channel, Best of Channel, Twitch, etc. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.